Einen wunderschönen guten Morgen. Ich befinde mich gerade zu Hause. Was sollte die Pause? Ich bin im Moment zu Hause und warte noch auf meine Begleitung. Meine Begleitung ist mein Papi. Ja, ich nenne ihn Papi und ich schäme mich nicht dafür. Und für uns geht es heute nach Dubai. Also an alle Frauen da draußen, ihr werdet wahrscheinlich genau dasselbe Leiden haben wie ich gerade. Und zwar heißt es immer von den männlichen Begleitern, pack nicht so viel ein. Mein Vater und ich werden eigentlich genau genommen nur 2 Tage in Dubai sein. Wir fliegen heute hin, bleiben 2 Tage und am nächsten Morgen fliegen wir sofort wieder zurück. Mein Vater, ich zeige euch mal den Koffer von meinem Dad. Das ist dieses Ding hier. Und dann, im Gegensatz zu dem, für 2 Tage, Leute, habe ich diesen Koffer. Jetzt, ihr Lieben, stellen sich natürlich 2 Fragen. Zum einen, warum fliege ich nach Dubai? Und zum anderen, warum mit meinem Dad? Das ist ganz einfach zu erklären. Ich begleite meinen Dad auf einen Business-Trip. Ich kann fließend Englisch, weshalb ich dann schön dolmetschen kann. Außerdem werden wir umsonst eingeflogen. Ein Nachteil bei meinem Dad ist tatsächlich bei dieser Reise, dass ich immer warten muss. Also wirklich immer warten. Ich muss immer darauf achten, okay. Ich muss jetzt fertig sein, ich muss auf Standby stehen und genau bereit sein, wenn halt mein Dad bereit ist, loszufahren. Denn alles ist nach ihm getimt. Also stehe ich jetzt hier auf Standby und warte. Aber hey, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so, als würde ich nicht schon mein ganzes Leben lang warten. Auf den richtigen Mann in meinem Leben, auf die nächste Bahn, auf den Bus. Also ich kann euch nur empfehlen, nehmt euch immer Musik mit oder ein Hörbuch. Ist auf jeden Fall super. Und jeder von uns hat ein Handy. Jeder. Und ich habe ein Spiel, das auf jeden Fall süchtig macht. Und das ist auch einer der Gründe, wie ich es eben genannt habe, dass ich mal zum Beispiel meine Bahn verpasst habe oder meine Haltestelle und dann irgendwie eine halbe Stunde zu lang gefahren bin oder so. Ja, die Gefahren gibt's. Denn wenn ich mich einmal darauf konzentriere, dann bin ich voll drin. Die App heißt Best Fiends und sicherlich haben viele von euch von dieser App gehört. Nicht umsonst. Denn diese App ist wirklich geil. Ich bin jetzt leider ein bisschen süchtig geworden. Ich habe diese App seit, ich glaube, einem Monat und jetzt bin ich auf Level 72. Ich weiß nicht, ob das wenig oder viel ist. If you wanna see some crazy and also lazy, you should meet me and my friends. Even though we got no money, for sure it's all funny. Yeah, everything's better with them, we're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow, we just ooh. We wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day's like a weekend. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna. Also, das Tolle an dieser App Best Fiends ist, dass sie mir immer wieder neue Herausforderungen bringt. Damit wird es mir nie langweilig. Es gibt unglaublich viele Level. Schauen wir uns mal die Fiends an. Das sind kleine, süße Insektenkrieger. Noch ganz am Anfang hat man pro Farbe nur einen Fiend. Einmal haben wir die Farbe Lila, die mit dem Pilz gekennzeichnet ist. Rot mit der Erdbeere. Grün mit dem Blatt. Und hier habe ich auch schon 3 Fiends gesammelt. Blau mit dem Wassertropfen. Und gelb mit dem Blümchen. Seine Fiends kann man selbstverständlich auch stärker machen, indem man sie wachsen lässt. Gordon hat bei mir zurzeit noch Stufe 1, also lasse ich ihn jetzt auf Stufe 2 aufsteigen. Das erhöht seine Angriffskraft. Zum Wachsen braucht man Punkte, die man immer pro Level nochmal neu dazu bekommt. Wenn wir ein Level starten, finden wir als allererstes eine Übersicht, zum Beispiel die Ziele. In diesem Level sind die Ziele, 7 Würmer zu zerschlagen, 2 Kisten zu öffnen und 45 Pilze zu sammeln. Wenn ich mich dann entschieden habe, welche Fiends mir am hilfreichsten sind in diesem Level, kann es auch schon losgehen. Bei Best Fiends geht es darum, die längste Kette zu bilden. Je länger die Kette, desto stärker der Angriff. Hierbei ist es auch sehr wichtig, strategisch zu denken. Ihr dürft schließlich euer Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wie viel Spaß das Ganze macht, müsst ihr schließlich selbst herausfinden. Deshalb habe ich euch einen Link zum Download unten in die Infobox gepackt. Das Tolle ist, diese App ist kostenlos. Und sie ist erhältlich für das iPhone im App Store, Google Play, Amazon App Store und sie ist spielbar auf Facebook. Eine Roomtour darf natürlich nicht fehlen, deswegen zeige ich euch jetzt erst einmal, wo ich hause und ich mache es extra deswegen jetzt, weil gerade eben der Roomservice da war und aufgeräumt hat.
Also hier haben wir einmal die Tür. Die geht natürlich nur mit Karte. Die Karte steckt man hier rein, damit wir Licht haben. Ich war gestern, als ich ankam, sehr verwirrt, als das Licht einfach ausging. Ja, Regina, du kannst es. Direkt am Eingang hat man hier so einen Schrank. So, das ist The Room. Mein Bett, Nachttischchen, Fernseher, Büro, dieser sinnlose Stuhl, den sowieso niemand benutzt. Und wer mich kennt, weiß ganz genau, ich, die immer wieder zwischendurch fressen muss, Minibar. So, das sind wir. Und die Bar wurde gerade auch erst gerade aufgestockt, deswegen seht ihr nicht, was ich alles schon verputzt habe. Mach mir nicht doch schön. Jetzt muss ich nur wissen, wie dieses Ding hier aufgeht. What the fuck? Komm schon. Regina und Tech. Ahaha. Leute, und ich dachte schon, wir Frauen sind schlimm. Die Herren der Schöpfung, wenn die sich mal wieder was in den Kopf gesetzt haben, dann muss das natürlich auch geschehen. Mein Vater liebt Angeln. Unser Fahrer ist gerade dahin gesprintet in die Ecke. Naja, auf jeden Fall sitzen wir gerade in einem Wagen. Wir wollten zu einem riesigen Outlet für Angelbedarf und da gibt es den Chic Side Road und das ist wie ein Highway, irgendwie zehnspurig oder so, wie ihr seht. Und wir finden diesen scheiß Laden nicht und ich habe die Befürchtung, dass dieser Laden einfach nicht mehr existiert. Wir gucken seit einer halben Stunde auf diesem scheiß Highway rum und suchen diesen Laden. Also es tut mir so leid, aber bei dem heutigen Event konnte ich kaum vloggen. Ich habe sogar mein Handy im Hotelzimmer vergessen und ich konnte nicht einfach so in mein Hotelzimmer zurückkommen. Obwohl das Event im Hotel stattfindet. Wegen den hohen Sicherheitsmaßnahmen durfte ich nur begrenzt aufnehmen, habe sogar nur heimlich gefilmt. Und deswegen ist das, was ihr jetzt seht, das einzige Filmmaterial, das ich habe. Ich merke gerade, ich habe vom Zimmerservice hier gerade was bekommen. Also einmal Erdbeeren. Jausa. Guck mal, wie Aladdin sein Hut. Yes! Es sind Pralinen, meine Damen und Herren. Should I get up? Should I get up?